So, wir sind gerade auf dem Weg. Wir suchen uns gerade den Gon. Mit dabei sind noch Deathbringer und Walkman, der gerade seine neue Kamera testet. Deswegen sah er jetzt auch so ein bisschen scheiße aus. Gut, er sieht immer scheiße aus. Stimmt's? Ja, der filmt schon wieder meinen Arsch. Wir hoffen, wir finden Gon jetzt, weil wir sind hier irgendwo und nirgendwo. Also ich glaube, wir sind schon außerhalb von Berlin. Ist das schon außerhalb von Berlin? Ja, oder? Das ist schon spannend, ja. ja, mal gucken. Wir ziehen uns heute recht geil. Wir wollen uns heute den neuen Teil von Fast and the Furious reinziehen. Ja, und jetzt hoffen wir, dass wir den netten Gon auch finden. Oh, wo sind und hier ist Herr Dante. Hallo. Ja, wir warten auf Gollilein. Ja, wir hoffen, wir sehen ihn bald, aber ich glaube, wir sind doch auf der falschen Seite. Meinst also du? Lass mal runterlaufen. Okay, dann warten wir hier. Wir warten hier. Der Springer wieder am Rauchen. Aber also Rauchen ungesund, Alkohol ungesund. Ich mach mal eine kurze Raucherpause. Ja, was haben wir heute vor? Wir gehen erstmal zu Gon. Wir fahren jetzt nach Haselhorst, damit wir Gon abholen. Dann fährt uns Gon zum Alexanderplatz. Warum wir das machen, wissen wir auch nicht. Und dann gehen wir ins Kino und gucken Fast and the Furious. Der Don ist... Der Don. Sieben. Der Don. Der Don. Der Don. Don. Der Don. Oh, die hübschen Autos hier neben uns. Ja, also in dem Sinne, das da. Wir werden ihn dann auf alle Fälle nochmal filmen. Also in dem Sinne, bis die Eve da mal gleich kommt, ob wir den auch sehen. Wir werden ihn dann auf alle Fälle nochmal filmen. Also in dem Sinne, bis gleich. Autoteile und Mann. Wir sind... Ja, du hast gesagt in Richtung Udo, also die andere Seite quasi dann, ja? Mit wem telefonierst du da gerade? Mal kurz. Mit Gott. Genau. Okay, alles klar. Ich Gurgas. So. Da ist er doch schon, da ist er. Da ist er. Hier wohnt der Gon. Warte mal. Der Gon. Warte mal. Da ist der Eve. Der kommt da hinter uns. Man sieht ihn schon. Ja, da muss er wegkommen. Kommt oder verschwindet. Der dauert noch. Der ist so lahmarschig. Also so langsam. So langsam kocht er auch immer, ne? Deswegen gibt es immer bei ihm nur Well Done. Well Done? Der Springer, Mensch! Yeah. Da freut er sich schon. Buh! Fährt das Auto einfach mittendrin durch. Oh, da kommt er. Da ist das! Da ist es! Der heilige Gon! Hi! Hallo! Hallo! Hi. Hallo! Eve. In dem Sinne, wir machen bestimmt noch ein paar Videos mehr. Bis dann. Hallo. In dem Sinne, wir machen bestimmt noch ein paar Videos mehr. Bis dann. Guckt euch das Gesicht an. Okay, besser als ich. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg. Und da. Da startet das Auto. Wollen wir mal lächeln lassen? Warte, wir lächeln erstmal mit der Kamera. Lass doch mal hübsch aussehen, Junge. Guck mal nach hinten, bist lustig. Ja, habt ihr hoffentlich gerade gehört, wir sind zu schwer fürs Auto. Gut oder nicht gut? Hab ich dir eigentlich gesagt, dass du ein echt beschissenes Auto hast? Nee. Da wurde dran. Nein, wirklich jetzt? Jeder, der das hier sagt zu ihr, fliegt aus dem Auto. Ja, aber ich. Ja, aber, guck, aber, das ist doch voll gekackt. Das war ein Bussard, Alter. Das war kein Bussard, Alter. Das war keine Ahnung, Alter. Das war ein Airbus, Alter. Eher. Und, guck die mal. Ja, er freut sich. Abonniert Sensory Bus. Peace out. Er feiert sich. Fährt einfach nur grün. Ja, eine ganz normale Autofahrt.
Für euch, ja. Peace out. Wir gehen mal tanzen. Nicht leise machen. Mann, ich nehme doch gerade auf. Wir wollen gerade tanzen. Eigentlich waren wir überlegen, ob wir heute noch tanzen gehen, oder? Ach so, ja. Achso. Aber wo bis morgen 15 Uhr. Cool, wa? Könnten wir noch mal ein bisschen lauter Musik haben? Gleich. Lass die arme Frau noch mal. Er gibt schon mal für Pascal. Ihr habt den mal falschen Liedtext erwischt, der kommt nämlich jetzt hier. 3, 2, 1 und. Wir wackeln los mit dem Kopf. Lass uns doch mal die Schulzeit wiederbeleben. Hey, wow. Go Park. Hey, was ist los hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, ist das eine Nanny? Ist das eine Nanny? Sind wir Hani und Nanny? Hani und Nanny. Kleinen Finger nehmen an. Hey, Raya. Mach aus, die Kacke. Wisst ihr was? Scheiß auf Walkland. Solo Queue, nächstes Mal. Damit die Nase nachrichten. Tut mir leid. Aber jetzt meine Brille. Meine Brille voll fett. Dir, weil du ja unser Taktiker bist. Naja. Wenn sie nicht mehr da ist, dann ja. Warum? Zigarette! Du bist ja liebster. Na, vom Marsch! Genau. Hallo! Leristik! 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 Ich hab gerade überlegt, mit wem wir da gespielt hätten, wo er gesagt hat, ja, oder? Wir mal mit ihm Gassi gehen. Wir versuchen ja, Yvonne seine Freundin dazu bekommen, dass er ab und zu mal mit uns Gassi gehen darf. Ich darf ja jetzt auch schon ab und zu mal mit dem Gon Gassi gehen. Das hat ja meine Frau jetzt mal erlaubt. Hat das auch schön, deine ist, Frau ich kann erlaubt? Jetzt auch so richtig über meine Frau hat fluchen. Hat das auch deine Frau erlaubt? Weiß ich noch nicht. Von das versuchen wir ja heute. Ihr denkt, das ist ein Witz, aber die trinkt aus dem Napf. So ist das nicht. Darf ich denn öfters mal Gassi gehen mit denen? Genau, schönes Ammerabend. Was? Was man so auf dem Weg ins Kino findet. Auch mal etwas Schleimiges. Das sind ja der Beste von. War nicht das Beste 1 und dann kommen 2, 3, 4, 5. Ich glaube, ich verwechsel das jetzt gerade. Schau mal einfach auf die Autos. Die war da. Der hat gar nicht. Oh, da war ich so gerade. Ja, so schlau. Die haben das ja auch immer auf der Beifahrerseite. Siehst du auf der Gegenfahrseite nicht. Ich glaube, ich so viel bei Schulen nur. Echt ein bisschen beschissen, ne? Aber ich finde es generell beschissen, diese. Eins reinbekommen nur von Gladbach. So, wir haben gerade die Fast and Furious geguckt und war ein mega geiler Film. Ich musste leider zu oft pinkeln. Ich hab was geheult! Voll Morgen am Abend. Der Gon war übrigens der lauteste. Der lauteste und der Publikumsliebling. Nani? Erzähl mal was dazu. Was? Nee. Der Film war super. Okay. Oh, super klasse. Aber den kriegen wir ein bisschen später noch dazu. Du hast ihn ja vorher schon mal gesehen. Alles top Action geil. Man sieht das immer in den Videos. Auto, das geil. Du sitzt ich will ja nicht verraten. Einfach nur der Hammer. Du hast ja deine Pose. Weißt du, was der gleich schräge Pose? Also in dem der Video Film war episch. Der Film ist episch. Und die Serie von der Filmreihe ist einfach episch. Und es wird immer episch bleiben. Genau. Und ich sage sogar, dass du nicht das Letzte gewesen wärst. Was wird nicht das Letzte sein? Wir haben noch einen Diesel. Was wird nicht das Letzte sein? Wir hoffen es alle nicht. Wir wollen es alle weitersehen. Also in dem Sinne, Peace out! Ja, moin moin! Hallo! Wir sind hier gerade bei Dante zu Hause auf dem Balkon. Easy peasy. Erklärt mir gerade, wo sein neuer Grill hin soll. Und zwar also hier kommt da so der Grill hin. Dann kommt da so mein kleines Tischlein hin.
weil ich kaufe nämlich nächsten Monat einen richtig geilen Grill. Hammer! Ja. Und dann wird hier richtig gegrillt. Barbecue. Ja. Barbecue. Richtig fett Barbecue, Alter. Dann Barbecue! Dann werden die Nachbarn oben richtig voll gedampft, du, glaubt er nicht. Rinnedampft? Rinnedampft, ja. Abgedampft. Abgedampft, Rinnedampft. Abgedampft. Übergedampft. Weggedampft. Rausgedampft. Hineingedampft. Aufgedampft. Also ziemlich viel Dampf. Ja. Ja, schönes Wetter heute. Wir werden gleich noch ein bisschen YouTube-Arbeit betreiben. Wir sehen mal mit meinem Programm arbeiten. Damit der Dante halt auch mal ein bisschen mehr arbeiten kann mit seinen Videos. Weil leider ist mein Laptop ja immer noch im Arsch, aber es ist nicht mehr lange. Nur noch ein Monat, dann habe ich den neuen Laptop. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.